Hallo liebe Aktienfreunde und herzlich willkommen zu den Börsen-News der Woche. Mein Name ist Franz Lützelberger und das sind unsere heutigen Themen. Fed und EZB, Inflation und Leitzinsen. Uniper, der Bürger soll bezahlen. VW, der Fall einer Galionsfigur. Meta im Schock, erstmals mit Umsatzrückgang. Shopify im Krisenmodus. Bavarian Nordic, Kursrallye durch WHO. Telekom, das wird teuer. Und McDonald's, der Bruch mit Beyond Meat. Also, ich wünsche viel Spaß. Seit Mittwoch gehören im EU-Raum Negativzinsen vorerst der Vergangenheit an. Die EZB machte nun ihre Ankündigung wahr und erhöhte den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte und damit von minus 0,5 auf 0%. Also quasi für Gelder, die sich Kreditinstitute von der EZB ausleihen, um es weitergeben zu können. Experten rechneten hier übrigens mit nur 0,25 Prozentpunkten. Diese Art von Strafgebühr, die beim Einlagern von Geldbeständen anfiel, fällt ja nun weg und wirkt sich nun auf die Banken und deren Kunden aus. Über 50 der aktiven 455 Banken haben bereits ihre sogenannten Verwahrentgelte abgeschafft und vermutlich werden es bald mehr werden. Für Unternehmen und Privatpersonen, die Bedarf an Krediten haben, wird dies natürlich nun teurer werden. Sparer hingegen freuen sich über gegebenenfalls steigende Zinsen auf ihr Vermögen. Doch Vorsicht, durch die hohe Inflation sind die Realzinsen natürlich weitaus niedriger bzw. tief im Keller und das Vermögen schmilzt trotz steigender Zinsen rasend schnell dahin. Sinkende Preise der Lebenserhaltungskosten sind allerdings auch durch weitere Zinsschritte nicht zu erwarten, da diese ja hauptsächlich durch die hohen Preise an den internationalen Rohstoffmärkten entstehen und hier hat die EZB keinen Einfluss. In Deutschland lag die Inflation übrigens im Juni bei 7,5% und damit 2 Monate in Folge leicht sinkend. Dennoch belasten gerade gestiegene Energiepreise die Bevölkerung massiv. Und auch gegenüber des Atlantiks wurden die Leitzinsen angehoben. Die amerikanische Zentralbank Fed hob diese um weitere 0,75 Prozentpunkte an und lag damit innerhalb der Prognosenanalysten. Anfang März waren es ja noch 0,25% gesamt und nun schon 2,5%. Für die nächste Sitzung im September rechnen Analysten mit einem Zinsschritt von 0,5 auf dann 3%. Was allerdings zu einer kleinen Rallye führte, war die Pressekonferenz, die folgte, in dem der Notenbankchef Powell bekannt gab, man müsse die Zinsanhebung nun möglicherweise wieder verlangsamen. Die Krise für unseren deutschen Gasgroßhändler Uniper nimmt kein Ende. Der Düsseldorfer Energiekonzern galt als einer der größten Gazprom-Kunden der Vergangenheit und profitierte massiv von den Gasimporten aus Russland. Und hier ist auch schon der Grund für die ganze Misere zu finden. Aktuell drosselte Russland die Gaslieferung über Nord Stream 1 wieder auf 20% und so ist man auf teure Zukäufe angewiesen, die weiter an der Liquidität nagen. Der Aktienkurs befindet sich weiter auf Tiefflug und die Ratingagenturen schlagen Alarm. Doch zum Glück für den Konzern springt der deutsche Staat ein und hilft. Beziehungsweise der Steuerzahler. Zum einen wird die Bundesrepublik mit einem großen Aktienpaket 30% des Unternehmens erwerben. Zudem gibt es milliardenschwere KfW-Kredite obendrauf. Und da dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und die Liquidität nicht dauerhaft sicherstellen kann, kommt nun Punkt 3. Wie schon in einer vergangenen News-Folge vermutet wurde, nutzt man eben die Überarbeitung des Energiesicherungsgesetzes zur Rettung der betroffenen Konzerne. Und zahlen soll natürlich der Bürger, und zwar mit einer Umlage, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. 90% der Extrakosten für die importierten Unternehmen können nun an die Kunden weitergeleitet werden und dies gilt voraussichtlich ab Oktober 2022 und das erstmal bis April 2024. Dies wird logischerweise zu enorm steigenden Kosten für Endverbraucher führen. Experten rechnen hier mit einer Verdreifachung und dies ohne weitere Preissteigerung einzuberechnen. Etwa jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt und jeder dieser Haushalte sollte sich auf eine Nachzahlung im hohen dreistelligen, wenn nicht gar vierstelligen Bereich einstellen. Die genaue Höhe der Umlage wird erst Ende August im Internet veröffentlicht werden, so die Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums. Auch wenn dies nun den Zorn der Bürger zu Recht erhöht, muss man aber ebenso die Bedeutung festhalten. Too big to fail. Der Fall eines so bedeutenden Players wie Uniper könnte drastische Auswirkungen haben, also eine Art Dominoeffekt, der letztlich die gesamten Lieferketten zu Fall bringen könnte. Mit der Umlage will die Regierung die Überlebensfähigkeit dieser Giganten garantieren. Uniper kündigte jedenfalls an, seinen Quartalsbericht nicht wie geplant am 2. August, sondern erst 2 Wochen später zu veröffentlichen, also am 17. August. Dies kam bei Aktionären erstmal nicht gut an. Als Grund gab man allerdings an, dass durch die ganzen staatlichen Rettungspakete die Zahlen natürlich massiv verschoben sind.
Ich muss zugeben, dass ich bei dieser Meldung zweimal lesen musste, um es zu glauben. Der Automobilgigant Volkswagen hat seinen CEO Herbert Diess entlassen und damit eine wahre Galionsfigur für den Konzern. Also was ist passiert? Nach der offiziellen Bekanntgabe des Aufsichtsrates handelt es sich hier um eine Aktion des gegenseitigen Einvernehmens und Diess hätte bewiesen, dass er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann. Doch wer diese Teletubby-Erklärung wirklich glaubt, dem ist nicht zu helfen. Das Online-Magazin Business Insider beispielsweise bezieht sich hier unter anderem auf die zerrüttete Beziehung von Diess und den beiden Eigentümerfamilien Porsche und Piech. Man unterstellte ihm eine eklatante Führungsschwäche und fehlendes diplomatisches Geschick. Ebenso soll er die Topmanager des Konzerns schlecht behandelt haben und stellenweise sogar vorgeführt. Der Unmut gegen ihn sei immer weiter gewachsen, was ihm letztlich den Thron kostete. Sein Nachfolger Oliver Blume sei hier eben das genaue Gegenteil. Gute Kommunikation und Beziehungen zur Belegschaft. Dieser ist übrigens der Chef der Porsche-Abteilung und wird von nun an beide Posten innehaben. Laut Handelsblatt soll der Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch zu einem Gespräch gebeten haben und Herbert Diess mit seiner Kündigung komplett überrascht haben. Will der Aufsichtsrat also hier eine aufreibende Persönlichkeit mit einer glattgebügelten ersetzen? Also deine Meinung hierzu würde mich jedenfalls interessieren. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Man kann allerdings trotzdem die Leistungen von Oliver Blume auch nicht kleinreden. Aber mal weg von den Spekulationen und hin zu den bekannten Aktionen von Diess, die vielleicht zum Niedergang beigetragen haben könnten. Denn letztes Jahr wurde beispielsweise eine Mail geleakt, in dem Diess von einem massiven Stellenabbau von über 30.000 Stellen schrieb, was letztlich zu massiver Kritik auch vom Arbeitgeber Unternehmervertretung führte. Ebenso äußerten sich Betriebsräte äußerst negativ über den CEO und auch deren Zusammenarbeit. Und dann eben noch die Carriot-Affäre, wenn man so will. Die VW-Tochter, die eine einheitliche IT- und Elektronikplattform schaffen sollte und eben daran gescheitert ist. Aktuell führt dies ja auch zu peinlichen Verschiebungen von E-Auto-Projekten wie Atremis. Und das Ganze wurde Diess ebenfalls angerechnet. Der Konzern will mit dem neuen CEO in der Doppelspitze mit VW und Porsche jedenfalls keinen Strategiewechsel einleiten. Der IPO von Porsche soll ebenfalls davon unberührt bleiben und er ist eben für das vierte Quartal 2022 geplant. Doch wer sich jetzt Sorgen um die Zukunft von Diess macht, der kann erstmal Luft holen. Bis zu seinem Vertragsende 2025 bekommt er weiterhin sein Fixgehalt von 2,2 Millionen Euro, einfach mal ohne Arbeit. Also ein gekündigter CEO-Posten ist wohl ein echter Traumjob. Ebenso gibt es Spekulationen, dass sich Elon Musk Diess mit ins Tesla-Boot holen will. Aber wer weiß, aktuell scheint er jedenfalls in Spanien zu leben und Birnen anzubauen. Er plant eventuell sogar ein Hotel zu eröffnen, also was für ein Leben. Gratulation! Der Internetgigant Meta legte seine Quartalszahlen vor und schockte damit so manchen Anleger. Erstmals seit dem Börsengang 2012 ist der Umsatz geschrumpft und auch die Prognosen der Konzernführung sind hier nicht wirklich optimistisch. Die kommenden Monate werden hart und Anleger stellen sich nun die Frage, war es jetzt das mit der großen Wachstumsstory? Der Umsatz des Konzerns sank im Jahresvergleich um rund 1% auf 28,8 Milliarden US-Dollar, der Gewinn schrumpft um ganze 27% auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Schuld sei zum einen die aktuelle wirtschaftliche Situation, also sicher zu Recht, denn das Kerngeschäft von Meta besteht ja nach wie vor aus den Einnahmen im Werbereich, was in Rezessionsphasen nicht unerwartet zu Problemen führen kann. Ebenfalls verwies man auf einen ungewöhnlich starken US-Dollar hin, was die Einnahmen außerhalb der USA abwertete. Ohne diesen Effekt hätte man gut 3% plus gemacht. Aber auch hier muss man fairerweise anmerken, dass beispielsweise Alphabet prinzipiell dasselbe Problem hat, aber mit seinen Zahlen halbwegs überzeugen konnte. Der Online-Werbemarkt schwächelt massiv. Und nun zeigt sich jedenfalls, dass Meta davon nicht gefeit ist. Doch jetzt große strukturelle Probleme in das Unternehmen hineinzudeuten oder gar das Ende zu prophezeien, ist mir persönlich jedenfalls etwas zu weit hergeholt. Ebenfalls noch interessant ist wieder mal ein Angriff der Kartellwächter auf die Bemühungen von Meta. Diesmal geht es um den geplanten Zukauf von Within Unlimited, die als Softwareentwickler im VR-Bereich tätig sind und für ca. 400 Millionen US-Dollar geschluckt werden sollten. Die FTC will Diess nun blockieren und argumentierte recht kämpferisch, dass man Meta daran hindern will, ein VR-Imperium zu schaffen, das Konkurrenz nicht zulässt. Die Klageschrift weist auf weniger Wettbewerb mit der Gefahr von monopolartig anmutenden Preiserhöhungen im VR-Segment hin, die verhindert werden müssen. Meta wäre so ein Schritt näher, das gesamte Metaverse zu besitzen.
Letzte Woche noch eine positive Meldung von Shopify. Die große Kooperation mit Alphabet und nun Krisenmodus. Was ist da los? Die aktuellen Quartalszahlen sind sehr ernüchternd. Der Umsatz ist zwar um 13% gestiegen, die anfallenden Kosten allerdings proportional noch stärker. Und so wurden es diesmal nur rote Zahlen, die übrig blieben. 1,2 Milliarden US-Dollar Verlust im Q2, 2,6 Milliarden US-Dollar in der ersten Jahreshälfte. Die Wachstumsraten der vergangenen Jahre scheinen wohl auch erstmal Geschichte zu sein. Hier schaffte der Konzern noch Umsatzsprünge von über 50% und hinzu kommt eben die fehlende Profitabilität in einem schlechten wirtschaftlichen Umfeld mit steigenden Zinsen. Der E-Commerce-Anbieter gestand hier auch Fehler ein, also man rechnete während der Corona-Pandemie mit größerem Wachstum und besetzte viele neue Stellen, die sich nun aber nicht rechneten. Der in Koblenz geborene Chef und Gründer Tobias Lübcke ließ dies am Dienstag nun durch eine Schocknachricht verkünden und entschuldigte sich. 10% der Belegschaft verliert nun seinen Job. Gut 1000 Menschen sind davon betroffen. Der Aktienkurs fiel daraufhin ebenfalls im zweistelligen Bereich. Im Kontext der Umstände aber sicher keine große Überraschung. Es bleibt für den Konzern zu hoffen, dass sich die neu gewonnenen Partnerschaften, wie zum Beispiel mit YouTube, bald auszahlen werden. Wer jedenfalls an das Unternehmen glaubt, ist Katie Woods. Diese kaufte gut 1,3 Millionen Aktien und investierte damit eben 55,7 Millionen US-Dollar in Shopify. Der Underdog im Bereich der Impfstoffe hat turbulente Tage hinter sich gebracht. Die Aktien des deutsch-dänischen Pocken-Impfstoffherstellers Bavarian Nordic sind heiß begehrt, denn die News spielen den Konzern aktuell in die Hände. Erst die Zulassung ihres Impfstoffes Imvanex zur Behandlung der Affenpocken und nun die überraschend kommende Hochstufung der Gefahrenlage für genau diese Infektionskrankheit. Also die Affenpocken werden zur Notlage von internationaler Tragweite erklärt und der Impfstoff von Bavarian Nordic rückt so automatisch in den Fokus. Denn die WHO fordert mit dieser Aussage nicht weniger als Maßnahmen von den Regierungen, die Pandemie eben einzudämmen, was den Erwerb von Impfstoffen wohl wahrscheinlich macht. Der Konzern hob die Prognosen für die Umsätze schon mehrmals an und vermutete wohl eben dasselbige. Und das nicht ohne Grund, denn bisher sind sie mit ihrem Impfstoff alleine auf den Markt. Also der einzig verfügbare Impfstoff mit Zulassung und das klingt ja schon mal sehr interessant, aber sicher auch nicht weniger riskant für Anleger. Mehrere Pannen und Datenlecks haben bei der US-Tochter der Deutschen Telekom für Unmut gesorgt. Hacker hatten sich Zugang zu persönlichen Daten von über 76 Millionen Kunden der T-Mobile US verschaffen können. Darunter neben den Namen, Telefonnummern, auch Führerscheindaten und die Sozialversicherungsnummern. Die Cash-Cow der Telekom steht seitdem massiv unter Druck und eben auch kurz vor einer drohenden Sammelklage. Denn die Kläger werfen den Konzern selbstverständlich unzureichenden Schutz der Nutzerdaten vor. Aktuell werden die Klageschriften zu einer Sammelklage gebündelt, die den Konzern schwer treffen könnte. Daher nun das Angebot der Telekom. 500 Millionen US-Dollar, davon 350 Millionen für geschädigte Kunden und 150 Millionen in den Ausbau der Cybersecurity. Und dies muss noch von einem zuständigen Richter genehmigt werden und wird gegebenenfalls auch einer Berufung standhalten müssen. Und ich persönlich halte das für äußerst wahrscheinlich, dass hier eine Berufung stattfindet, denn man teile nun mal den Betrag von 350 Millionen US-Dollar mit den 76 Millionen geschädigten Kunden. Also ich glaube, für die bekommen sie nicht mal eine Woche die Telefonrechnung bezahlt. Daher denke ich, wir werden wohl in einigen Monaten hier wieder davon hören. Am Donnerstag gab die McDonald's-Konzernzentrale bekannt, dass man die Kooperation mit Beyond Meat beende. Die veganen Burger-Patties sollten den Nerv der Zeit treffen und beflügelten auch die Anleger vom Hersteller des Fleischersatzes. Die Kooperation der beiden startete 2019 und mit dem aktuellen Testlauf in 600 US-Filialen erhoffte sich Beyond Meat einen Stammplatz in der globalen Speisekarte des Burger-Primus. Aber nun aus der Traum, Anleger reagierten geschockt und schickten die Papiere weiter auf Tiefflug. Nach dem IPO mit einem Kurs von ca. 260 US-Dollar pro Aktie notierten diese aktuell bei niedergeschlagenen 30. Also, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und wenn dem so ist, lass ruhig mal einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und in dem Sinne hoffe ich mal, wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt News der Woche. Also, schönen Samstag noch. Tschüss.